Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Ja, wir wurden von Yuffie gerettet und befinden uns jetzt im Gebirgspass und haben schon die ersten Gegner vor uns, die einiges aushalten offensichtlich. Komm her. Ah, jawohl, der ist schon mal down. Dann ist der zweite noch dran hier. Die zweite kleine Schrottkiste. Die machen wir auch noch fertig. Komm. Jawohl. War da nicht gerade ein Marco-Punkt? Oder habe ich mich da getäuscht? Oh. Alter, da hinten geht's ja weiter. Da ist ja noch so ein Mistding. So, wir haben schon unsere stärkste Waffe ausgerüstet auf jeden Fall. Aber mit dem kommen wir schon klar. Da bin ich ja verdammt guter Dinge. Jawohl, hey, die Schlüsselkarte fürs nächste Gebiet. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. So. Gibt's denn hier noch irgendwo was? Da hinten. Man kommt nicht hin. Kann man drauf schießen? Ja, kann man. Cool. Sehr schön. Dann geht es weiter. Da wäre der Marco-Punkt. Jawohl. Perfekt. Sehr gut. Auf geht's. Und etwas zum Einkaufen. Kleiner Shop. Na, perfekt. Können wir uns ein bisschen ausstatten, wollte ich sagen. Aber hey, wir sind ja eigentlich verdammt gut dabei. Ein bisschen Pistolenmunition schadet nicht, aber sonst sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Materieheber. Keine Ahnung, was der kann. Jetzt haben wir da noch ein bisschen. Ne, davon haben wir überall was. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Da ist schon wieder so ein Hund. Also ich nenne es jetzt einfach mal Hund. Auch wenn ich weiß, dass es kein Hund ist. So, sehr gut. War's das dann auch schon wieder mit denen? Sieht so aus. Aber da hinten geht's weiter. Ich sehe schon wieder was. Ich sehe da schon wieder einiges an Gegnern. Ach, das waren solche Viecher sogar tatsächlich. Ja, wo sind die jetzt hin? Das wüsste ich nur zu gerne. Die sind doch hier irgendwo. Ah, ich wollte gerade sagen, ich höre doch was. Oh, oh. So, jawohl. Alles klar. Da hinten. Shit. Da hat er uns schon gesehen. Ja, komm her. Ach, komm. Jawohl. Oh, kommt ja noch einer. Mit vollem Elan kam er angesprungen. So, aber natürlich kein Problem für uns und unsere Waffen. Ah, ihr könnt zu 10 kommen, wenn ihr wollt. Ihr habt trotzdem keine Chance, Leute. So. Oh, shit. Ah, man hört leider nie, aus welcher Richtung die jetzt wirklich kommen gerade. Man hört aber nur das Getappel. Aber immerhin hört man, dass jemand kommt. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. So. Na, jetzt dürfte es doch aber langsam mal gewesen sein, oder? Da ist nochmal ein Marco-Punkt. Ich sehe ihn genau. Perfekt. Gab es da drüben noch irgendwo was? Nö. Dann geht es in diese Höhle hier rein. Boah, shit, hey. Alter, erschreck mich doch nicht so. Move out. Na? Lloyd, gib dir Ruhe. Na, gib dir Ruhe, habe ich gesagt. Jetzt. So, na dann.
Potion. Können wir keine mehr tragen? Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal eine. Schadet gerade sowieso nicht. Ach, da unten ist das Camp von denen. Kann ich auf so einen schießen? Ja, kann ich. Hehehe. Fire! Was? Wer? Keeper? Was für ein Keeper? Ich finde cool, dass die mich hier oben nicht erwischen. Sind einfach nur schlechte Schützen, würde ich sagen. Ja, perfekt. Hätten wir da unten doch schon mal aufgeräumt. Sehr gut, dafür haben wir jetzt so ziemlich unsere Ruhe. Naja, leider nicht komplett. Es sind immer noch einige da. Und so von diesen scheiß Käfern gibt es auch noch viel zu viele. Boah, shit, ey. Oh. Alter. Scheiße. Alles klar, da sind wir auch schon wieder. Und versuchen uns jetzt nochmal dran. Diesmal nehme ich gleich das Maschinengewehr zur Hand. Beziehungsweise bleibe ich nochmal kurz da oben. Da ist noch... Wow, Munition ist leer. Das ist sehr spannend. Okay. Oh, Leute. Holy shit. Die ganzen scheiß Käfer. Alter, also die Viecher sind ja echt mal richtig nervig. Wer schießt denn da noch? Da oben ist ein Scharfschütze oder was? Da hinten. Mistkerl. Stirb endlich. Na also. Sehr schön. Haben wir das doch noch geschafft? Alles klar. Alles klar. So. Haben wir denn dafür immer noch keine Munition? Gut, dann kaufen wir uns welche. Ich habe gesehen, da hinten gab es nämlich... Pistolenmunition. Sehr schön. Aber da hinten gibt es mir wieder so einen Shop. Holy shit, ey. Verstecken sich die Viecher da in solchen Kisten. Finde ich nicht lustig. Wo war denn jetzt dieser Shop? Ich habe doch einen gesehen. Ah, da hinten. Jawohl. Jawohl. So. Die Potion füllen wir direkt mal auf. So, was brauchen wir denn an Munition? Da schaut's gut aus, da auch. Da brauchen wir, ja, da holen wir uns halt mal 300. Sehr schön. Gut. Potion nachfüllen und nachkaufen. Und dann geht es weiter. So, da geht's rein. Bin schon gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Da bin ich immer wahnsinnig gespannt. Erstmal nix. Ah, er rettet die WO-Soldaten. Das machen wir doch glatt. Komm. Alter. God damn it. So. Mal die Front da in die Luft sprengen. War's das? Also es schießt auf jeden Fall schon mal keiner mehr. Oh, das Ding ist ja cool. Yeah. Na, kein Problem. Fire!
So. Alter, was hält denn das scheiß Ding aus? Leck mich am Arsch. Der muss doch mal down gehen. Hubschrauber 1 von 15. Ernsthaft? Kann aber nicht dein Ernst sein. 2 von 15. Nummer 3. Ja, das kann eine Weile dauern, ne? Bis man dann mal so 15 Hubschrauber down hat. Das kann durchaus mal ein bisschen dauern. Da kommt schon der nächste. Ja, wenn er genau über uns ist, dann nimmt er richtig schön viel Schaden. Perfekt. Nummer 4. Feuer! So, wo bleibt Nummer 5? So, der nächste bitte. Ich höre schon einen. Ich sehe ihn. Oh, da hinten kommt er. Alter. Sehr schön. Nummer 5. Oh, da kommt der nächste schon. Die Nummer 6. Jawohl. Das war's auch schon mit der Nummer 6. Kommt da noch einer gerade? Ne, gerade mal nicht. Puh. Zwei auf einmal, aber umso schneller geht's dann auch tatsächlich. Over there. Ah, Nummer 7. Dass die nicht komplett abstürzen, wundert mich. Die fliegen alle immer irgendwie einfach weiter. Mal gerade umschauen, ob irgendwo noch einer ist hier. Nee. Müssen wir auf den nächsten warten. Man weiß immer nicht, von wo die kommen, tatsächlich. Oh, da ist er schon. So, Nummer 8. Potion nehmen. Nicht, dass wir dann doch noch verrecken. Und da kommt schon die Nummer 9. Es ist wie am Schießstand mal wieder. Boah. Goddammit. Rüst mir die High Potion schon mal aus. Schaden kann es nicht. So, wo ist der nächste? Come at me, Bro. Ah, ich höre ihn. Da kommt er. Oh, da kommen gleich zwei. Nummer 3. Alter, scheiße, wie viele sind denn das? Holy shit. Na, schaffen wir den noch? Ah, nee, ich befürchte nicht. Aber wir treffen noch, doch? Ha, noch erwischt. Jawohl. So. Da kommen schon Nummer 13 und Nummer 14. Komm schon. Komm. Jetzt. Bei dem muss es doch auch mal reichen. Jetzt endlich. Alter. So. Jetzt fehlt nur noch einer. Wer wird jetzt dann... Oh, da ist tatsächlich mein abgestürzt. Oh Gott. Hau ab. Alter. Stirb. Du auch. Jawohl. Das war's. Die Schlüsselkarte ist unser. So, jetzt holen wir uns da hinten mal die beiden Kisten. Das hatten wir nämlich vorhin noch nicht gemacht. Und dann geht es weiter. Nachladen brauchen wir gerade nicht. Da ist noch so eine schöne Kiste.
So, da hinten gibt es das komische Gitter, hier Lasergitter-Tor. Und rein da. Und tief hinein. In die feindliche Basis. Bisschen Zeug kaufen, wir haben keine... fast keine Potions mehr. High Potion müssen wir noch eine nachkaufen. Wie schaut es munitionsmäßig aus? Ah, super. Perfekt. Na dann. What? Du bleibst da. Na. Pistolenmunition, jawohl. Au. Blöde Töle. Wo ist denn der jetzt? So. Ah, shit. Muss die normale Potion nehmen, nicht gleich die High Potion. Wo kommst du denn her, Alter? Auf einmal stand der vor mir. Yes. Ja, fahren wir noch um die schwereren Geschütze auf, würde ich sagen. Da fahren wir doch gleich mal die schwereren Geschütze auf. Da oben der Sack. So. Hat doch gerade noch einer geschossen. Wo war denn der? So. Oh, hat das wohl noch nicht gereicht, oder was? Oder ist das schon wieder das nächste Viech? Oh. Au. Goddammit. Alter. Schon wieder keine Potions mehr. Na? So, jetzt ist Ruhe. Puh, finally. Finally. So, Freunde. Jetzt aber. Da geht's rein. Damn it. Oh, der war nicht gut. Ich brauche schon wieder was, wo man sich was zum Heilen kaufen kann. Ich würde meine ganzen Potions und High Potions verbraucht. Ja, sowas geht schnell. Es geht immer so verdammt schnell. Ich weiß auch gar nicht warum. Irgendwie verbrate ich das Zeug immer so schnell. Na, gehst du weg. Ich meine, ich renne ja auch immer gar nicht mit dem Kopf voran, einfach nur überall rein, ne? Nein. Würde ich nie tun. Es wäre gedankenlos, wenn man sowas macht, ne? Aber gut, egal. Hey, ein Marco-Punkt. Den hätte ich ja tatsächlich fast übersehen. Zum Glück renne ich immer rum wie besoffen und gucke überall in jede Ecke. Zum Glück haben wir hier die Schlüsselkarte eigentlich. Ich hoffe. Jawohl. So. Alles klar, ja, ich würde fast sagen, wir beenden diese Folge hier. Weiter geht es dann in der nächsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.